kulinarisch noch verbesserungswürdig. Heute mache ich mal was, was von Anhängern der Entgiftungstheorie wärmstens empfohlen wird. Sauna! Ich habe nämlich auch festgestellt, dass ich jetzt über die Tage mehr über die Haut ausdünste als sonst mit meiner normalen Vollwert-Vegan-Ernährung, falls einem das was sagt. Das ist so ähnlich wie wenn man Knoblauch gegessen hat, ne? Jede Menge Knoblauch und dann wird man so... Riecht nach Knoblauch irgendwie. Und bei mir ist das jetzt vor allem Grünkohl, weil ich in den letzten Tagen so viel Grünkohl in die Säfte gemacht habe. Und die Idee dahinter ist, es durch Schwitzen in der Sauna nochmal zu unterstützen. Die Ausleitung. Ich benutze mein bevorzugtes Verkehrsmittel, das Fahrrad. Ciao. Das ist ein Eichhörnchen. Schön in der Sauna entspannen ist ja nicht so schlimm, wenn da nicht so viele andere Leute wären. Ist noch eins. Aber ich habe ein ganz großes Handtuch dabei, das geht dann schon. Ich war ja schon mal vor einem Monat und es ist eine ganz kleine Sauna. Und da hingen überall so Film- und Fotoverbotsschilder an der Wand. Also muss ich jetzt hier wieder während der Fahrt in eine Kamera quatschen. Das wird mal ein bisschen peinlich. Mal umgucken. Jetzt kann es losgehen. Ich war eben schon mal drin. Ist ganz schön besucht. Abgeduscht, auf geht's. Zum Glück bin ich kurzsichtig. Sehe ich nämlich nichts. Runde 1 ist vorbei. Ich brauche was zu trinken. So, das war's. Alle drei Saunagänge erfolgreich absolviert während des 6. Fastentages. Ich habe schon geduscht und die Haare gekämmt, aber noch nicht geföhnt. Das mache ich jetzt noch, dann geht's raus. Einen warmen veganen Kakao trinken oder sowas. Mal gucken. Schwindelig ist mir nicht geworden. Ich saß aber auch auf der mittleren Stufe. Ich saß und bin schon langsam aufgestanden und langsam raus. Das muss reichen. Ciao. Auf geht's, weiter geht's. Oh. Zum Glück noch rausgekommen. Ich habe mich eben sinnloserweise noch mit mehr Getränken eingedeckt. Auf geht's zur Bibliothek. Da darf man eh nur Wasser trinken. Wir spielen mal die Weihnachtsinformation. Ich konnte es nicht lassen, endlich eine Saftbar, die auf hatte. Krass unversucht. Rote Welle. Endlich auf Klo. Jetzt aber ran an die Arbeit. Verkostung 5 und 6 fehlen noch und ich habe sie ja alle schon mal probiert und kann sagen, dass 5 der ist, der am wenigsten schmeckt und 6 dafür der am besten schmeckt. Hier setzt sich mit der Zeit einiges ab. Noch eine Schüttung. In Nummer 5 ist ziemlich viel Verschiedenes drin. Unter anderem Grünkohl. Zuerst schmeckt es nach Gurke, aber dann kommen die ganzen Nachgeschmäcker von dem Sellerie zum Beispiel. Als Obst ist wieder Apfel und ein bisschen Zitrone drin, aber trotzdem. Vielleicht ist er besonders gesund, der Saft, aber kulinarisch noch verbesserungswürdig. Was willst du machen? Wenn da Grünkohl rein muss, dann schmeckt es halt danach. Mein absoluter Liebling, man hat schon gemerkt. Aber selbst bei den professionellen Säften gibt es abends immer, nicht nur bei dieser Saftkur, sondern auch bei anderen habe ich gesehen, abends sowas wie Mandel, Milch. Da sind auch Datteln drin, süß und fettig, kein Wunder, dass das schmeckt. Leider muss ich zuerst den hier austrinken. Aber das schaffe ich schon, ist ja für die Gesundheit. Meine ich zumindest.
Morgen ist der letzte Tag und da gibt es dann auch die Auswertung meiner Gesundheitsmessung. Dreimal könnt ihr raten, das Körpergewicht ist schön nach unten gegangen. Ansonsten gibt es da nicht viel Zusammenhänge, aber wir werden sehen.